Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die 10. Folge von Game Dev Tycoon. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 10. Folge von Game Dev Tycoon. Das erste Let's Play, das ich jetzt wirklich durchziehe. Und ich hoffe, ich werde es auch weiterhin bis zum Ende durchziehen. Blöd ist, wir müssen jetzt sofort in die Entwicklung gehen. Denn wie ihr seht, wir investieren gerade 420.000 pro Monat. Und das ist ein bisschen viel. Und Schule. Alter, wir machen hier einfach Skojo. In einem Game. So bringt man die Kids heutzutage zum Lernen. Man macht es einfach in einem Game. Alter. Wie heißt das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ihr kennt das doch, oder? Kann man so die Tastatur an- und abmachen? Ist quasi ein Tablet und ein Computer zugleich? Das Surface heißt das, ne? Ja. Aber ist das... Das ist doch gar nicht so jung, oder? Ich meine, gar nicht so alt. Alter, wir sind schon... Ja, wir sind auch schon Jahr 23. Neues Spiel entwickeln. Wickeln. Alles einfach Skojo. Wird das so geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal Lernen. Was könnte es nur sein? Simulator. So, das richtet natürlich an Kinder. Was sonst? Genre? Strategie? Ich habe keine Ahnung, Leute. Schon irgendwie, ne? Nehmen wir natürlich wieder die Mbox 360. United Engine mit einer... So mit explodierenden Fässern mit einbringen? Wohl eher nicht, ne? Ich glaube, wir haben das Geld dafür tatsächlich noch gar nicht bekommen, ne? Wir bekommen das wahrscheinlich erst, wenn wir das einbauen. Wahrscheinlich, Leute. Aber jetzt müsst ihr alles schnell programmieren. An der Seite haben wir alles ausgewählt. Gameplay ist natürlich am wichtigsten, aber Engine eher weniger nicht. Story und Quests, aber... Schon ein ordentlicher Anteil. Ich meine, wenn du keine Aufgaben kriegst, hast du ein Problem. Aber Gameplay ist dann schon wichtiger. Es ist wichtiger, dass du lernst, als dass du Aufgaben hast, sozusagen. Du brauchst du keine Aufgaben zu lernen. E-Game-Check. Ich habe gehört, ja, Interview mache ich sehr gerne. Was ist denn für ein Interview? Mehr Story und Quests? Mehr von Gameplay. Danke für Ihre Zeit. Mache ich doch sehr gerne. Und Level-Design ist aus irgendeinem Grund wichtig. Künstliche Intelligenz dürfte auch wichtig sein. Und Dialoge auch. Eigentlich ist ja alles wichtig. Und die Ausgleichung war eigentlich ganz cool. Das Blöde ist, unsere Mitarbeiter sind ziemlich erschöpft. Ich hoffe einfach nur, das ist hier mit der Hardware nicht zu viel Geld, das wir rein investieren. Arthur macht nicht so viel. Kyle macht mal das. Obwohl Joanne ist eigentlich gerade am wenigsten erschöpft. So. Spielweltdesign, Leveldesign war ja irgendwie wichtig. Deswegen mache ich mal ein bisschen Spielweltdesign. Grafik ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, so ist das relativ okay. Was ist denn das? Leute, es vergeht alles so schnell. Was ist denn das? Die Wii? Ist das jetzt die Wii? Es waren vorher die New. Oder ist das jetzt die Wii U? Kann natürlich auch sein. Klingt eher am wahrscheinlichsten. Alle meine Mitarbeiter sind so erschöpft. Leute, es tut mir so leid. Vor lauter Erschöpfung hat ihr mal eben 41 Bugs gemacht. Eigene Spielemesse? Was? Alter, dieses Labor hat sich ja mal mega gelohnt. Nice. Und Victoria, du hast ausnahmsweise mal keinen Bug gebracht. Engine, Level Design, 3D-Grafik schon wieder. Wie oft machen wir 3D-Grafik-Aufstiege? Online-Spiel und dynamische Umgebung. Ich schicke euch mal alle in den Urlaub. Bevor es zu spät ist. Und jetzt bitte Einnahmen. Ich meine, ich stimmt erstmal. Und na super. Hey, der Lernsimulator ist toll. Es ist aber nichts für euch, für Kinder. Oh mein Gott, enttäuschend. Es ist ein Lernsimulator. Das soll doch auch keinen Spaß. Zeitverschwendung. Du bist ein erwachsener Mann. Natürlich ist das Zeitverschwendung. Oder eine erwachsene Frau. Sorry, Sexismus am Start. Tut mir leid, Leute. So war es nicht gemeint. Oh Gott. Nein, wir machen mit diesem Game so viel Verluste. Okay, das M-Pad wird veröffentlicht, aber ich glaube nicht, dass da viel drauf gezockt wird.
So, du machst jetzt einfach bitte alles schnell, okay? Bitte. Unterschiedlichste Bewertungen. Wir stellen von daraus M-Pad mit dem nicht gleichzusetzen. Okay. Ist etwa das iPad geiler? Keine Ahnung, Leute. Ich bin definitiv Team Apple. Ich verstehe, wenn Leute Apple nicht mögen. Ist wirklich teuer. Warte. Stadt und Bau. Cool. Wir machen mal ja. Ich meine natürlich, ich wollte ein Game zu Ninja machen. Das ist... Dragon Cube. Nein, ich habe nie Animes geguckt. Ninja richtet sich schon an alle, würde ich sagen. Würde ich doch mal so behaupten. Das ist Action. Oh Gott. Verliert eindeutig am Marktanteil. Aber hier bringen wir die explodierenden roten Fässer rein. Denn meiner Meinung nach passt das. So, Engine. Story und Quest finde ich aber auch relativ wichtig. Ja, haben alle gleich viel gemacht. Joanne sollte aber ein bisschen weniger machen, weil die wahrscheinlich als erstes anfangen wird. Bugs, oh nein, es hätte das Spiel Lernsimulator bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für das Spiel. Sowas geht auch. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln oder bitten ignorieren. Wenn ein Patch klicke einen Mitarbeiter an, nutze das Aktionsmenü, um einen Patch zu entwickeln, aber warte nicht zu lange. Ah, das ist natürlich... Ja, es ist gerade natürlich schlecht, ne? Und starke Zielgruppe Erwachsene. Wow, das hätte ich vielleicht vorher bemerken sollen. Also wenn die Entwicklung vorbei ist, die Wii U wird jetzt auch veröffentlicht, da macht der gute Kai gleich mal einen Patch. Kleiner Messestand. Ich kann mir nicht so viel leisten, Leute. Bitte forst schnell die Hardware. Ich will eigene Konsolen machen. So, Grafik ist mittelmäßig. Ich würde sagen, bald würden wir auch schon wieder neue Mitarbeiter brauchen, aber wirklich erst, wenn wir die Hardware fertig haben. Das ist aber zu teuer, Leute. So, das ist einfach zu teuer. Macht schnell die Bugs fertig und die G3-Ergebnisse nochmal. Wir sind einfach schon im Jahr 24, Leute. Das Spiel ist im Jahr 35 vorbei. Da kriegen wir doch keine 5 Folgen noch. Das ist traurig, Leute. Aber es hat einen Hype von 105. Warum auch immer. Nice. 2 neue Rekorde. Ich glaube, das Spiel könnte ganz gut werden. Aber es wird wahrscheinlich sowieso wieder ein Flop. Weil Baum. Joanne kriegt ein... Joanne kann ein Spezialtraining machen? Kannst du denn irgendwas? Sie hat eigentlich in nicht 700 Punkte... Kannst du noch einen Patch machen? Nein, es geht nicht mehr. Na. No. Okay, die Bewertungen sind durchschnittlich. Könnte besser sein. Okay, tut mir leid. Was habe ich falsch gemacht? Stimmt, Spielberichte. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Schwerpunkt auf Sound hat im Spiel gut. Macht teilweise Spaß. Okay. Du kommst mal ganz kurz in den Urlaub. Oh, da bist du ja schon wieder. Oder auch nicht. Ja, Spielberichte. Spielberichte. Und Spielberichte. Für unsere wunderbaren Simulatoren. Oh, diese Woche startet Dragon Cube nochmal kurz durch. Ja, wir erreichen aber auch wieder die 500.000 verkauften Zahlen. Dürfen wir zumindest. Ja, werden wir auf jeden Fall. Spielbericht. Ninja und Action ist eine großartige Story und Quest ist nicht so wichtig. Okay. Xbox ist und Action ist großartig. Und M-Box und alle ist gut. Was habe ich falsch gemacht? So. Lernsimulator, Schule und Strategie ist eine großartige Kombination. Story und Quest ist nicht sehr wichtig. M-Box und Strategie ist schlecht. Okay, daran lag es wohl. M-Box und Kinder, ja. Ja, das ganze Team sich auf die Entwicklung konzentriert. Evolution und Simulation, bla bla bla. Nachricht, was? Wer bist du? Dave Johnson hier, hör zu. Du hast unsere geliebten Fässer sehr gut in Dragon Cube platziert. Vielen Dank.
Die Eierköpfe in der Werbeabteilung sagen, dass die Einnahmen dadurch gestiegen sind, was mehr Wissenschaft für uns bedeutet. Gut gemacht. Hier, nimm diesen Kuchen. Danke. Oh, iss einen Kuchen. Bring die roten Fässer groß raus. Und Action. Okay. Ist natürlich nice. Und zur Reise soeben die Meldung, dass Dragon Cube, welches vor kurzem im Restaurant veröffentlicht wurde, an unser... Ja. Das war doch klar. Das Spiel ist doch nice, Alter. Nu wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ich weiß nicht, ob ich das Budget einfach mal ganz kurz auf 3 Millionen erhöhen sollte, damit es einfach richtig schnell geht. Keine Trends gibt's gerade. Ich würde die Zeit nutzen, um zu forschen und zu trainieren. So, Victoria, du wirst mal wieder gebraucht. Wir brauchen dich in der 3D-Grafik, denn die müssen wir mal wieder erforschen. Cloud-Spielstände, ja, die hätte ich jetzt sehr gerne mal bei Paradox, weil ich mir DLCs für City Skylines auf der PlayStation geholt habe und die kriege ich aber nicht auf dem PC. Ich habe den auch Support angeschrieben, aber die haben einfach nur gesagt so, geht nicht. Nicht mal mit Begrüßung oder Verabschiedung oder so, finde ich richtig scheiße. Ich meine, immerhin haben sie mir geantwortet und das ging auch recht schnell, in einer Stunde, weniger sogar, aber trotzdem, Leute, ich finde das nicht so nice. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir machen einfach Bau. Ne, Arthur, du machst jetzt mal Bau. Und Karl, du wirst auf jeden Fall Technologie-Spezialist. Kannst du noch irgendwas erforschen? Cloud-Spielstände, damit jeder mal was zu tun hat, außer ich. So fame wie ich bin. 3D-Grafik Version 3. Ah, das Blöde ist, wir können überhaupt keine Engine jetzt machen, ne? Auftragsarbeit. Ja, bringt nix. Nur wird nicht mehr unterstützt. Wie sieht's denn mit den Konsolen aus? Die Casual macht sowieso keinen Sinn. Das GR von einfach so weit unten. Oh mein Gott, 9% nur. Der PPS ist ja immer noch da, der wird bald vom Markt genommen, 100 Pro. PC, stimmt. Der gute alte PC. Zielgruppenübereinstimmung haben wir bei dem einfach gar nicht. Bei allem, wo wir eine Zielgruppenübereinstimmung hatten, all diese Sachen gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja, haben wir nicht gerade was Neues erforscht? Bau. Stimmt. In Simulation. So, Spielengine, United Engine, damit wir nochmal ordentlich Geld kriegen. So, das ist der Bauarbeiter Simulator. Nice, Alter. 3D-Grafik Version 2. Hoffentlich das letzte Spiel, in dem wir das verwenden. Gameplay ist wichtig. Engine nicht so. Story und Quests ein bisschen. Aufteilung ist okay. Ich mache natürlich mal wieder am meisten. Denn ich mache immer am meisten. Denn das ist gut so. Denn ich habe ja die meisten Skills, Leute. Ich habe die meisten Skills. Alter. Wieder mal halb von 17 und mal wieder 100 Designpunkte direkt am Anfang. Und die ist ja alles schon gut aufgeteilt. Kyle sollte ein bisschen mehr machen und Joanne das. Ne, Joanne, du kannst noch am wenigsten. Du musst also am wenigsten machen. Vielleicht soll ich dich mal trainieren. Ich hatte einfach 700.000 Kosten. Ach du Kacke. So viel nehmen wir doch gar nicht ein. Ach so, Fan Evolution Engine, dadurch... Oh, ups. Evolution Engine ist unsere erste Engine. Also verkaufe ich das? Verschenke ich das? Oh Gott. Ich hoffe, ich habe das nicht aus Versehen auf Verkaufen gedrückt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nett sein, eigentlich. Tut mir leid, wenn ich es nicht war. Ja, es wird kein Rekordspiel, aber ich habe das Gefühl, es könnte ganz okay sein. Ich glaube, aber in Sachen Technologie haben wir einen Rekord. Kommt mir zumindest so vor. Dann macht euch mal an die Bugs, denn die braucht keiner. Denn Bugs sind schlecht, Leute. Hätten wir das andere erforscht, die Möglichkeiten des Internets, wären wir jetzt schon fertig. Na, ist kein Bug übrig geblieben. Und 2 neue Rekorde. Jawohl. Und Victoria, du kriegst eine Gehaltserhöhung. In den Urlaub. In den Urlaub. Oh nein, ich wollte ihn auch noch in den Urlaub schicken. Geht doch, komm. Bitte, noch eine 9. Wo
Oder eine 10. Noch besser. Bitte. Nicht alle nur 8 geben. Gib eine 10. Ach, Menno. Ja, du gehst jetzt auch in den Urlaub. In den kürzesten Urlaub der Welt. Bauarbeiter-Simulator kommt gut an. Finde ich zumindest. Alter, zweite Woche nochmal durchgestartet. Alter, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung soll mal schneller sein. Los Rex Evolution, gut gemacht. Manchmal verstehe ich die Übersetzung nicht. Spiele mit neuen Themen. Na, neues Thema, bitte erforschen. Wilder Westen. Alter, wir machen Red Dead Redemption. Das müssen wir aber anders nennen. Wir brauchen einen coolen Fake-Namen. Alter, Bauarbeiter-Simulator kommt ja richtig nice an. Ja, Alter, wir kriegen noch 1 Million Einheiten. Nice! So, Thema Wilder Westen. Was ist denn das? Ist das Abenteuer? Ist das Action? Ich habe das Gefühl, es könnte beides sein. Aber ich glaube, Action passt ein bisschen mehr. Wegen Rumgeballer, dies, das. Oh, stimmt. Ich wollte eine neue Engine machen. Wir brauchen erstmal ein neues Spiel, Leute. Danach machen wir eine neue Engine. Denn wir müssen noch Geld ansparen. Und halt einfach den Hype nutzen. Alle an die Entwicklung machen, bitte. Wir haben auch keinen einzigen Punkt bekommen. Vielleicht ein bisschen mehr von Gameplay. Und fangt super bitte mal an zu programmieren. Oh. Ja, das sind nicht viele Punkte. Normalerweise kriegen wir viel mehr. Spiel 38. Scheiße, ich hab das nicht benannt. Okay. Ja, schlecht. Jetzt heißt es einfach nur Spiel 38 und 328.000. Nice. Okay, Spiel 38 wird ein Flop. Wirkt es sich besser aus, wenn man das benennt? Kommt mir gerade ein bisschen so vor. Denn normalerweise haben wir so viele Punkte irgendwie gefühlt schon am Anfang. Aber wir haben sehr viel Hype. Keine Ahnung. Ich finde, die hätten voreingestellte Namen hier ins Game bringen sollen. So im Sinne von, mit der Kombination hast du schon so einen voreingestellten Namen. Kooperatives Spielen. Koop, Alter. Erste Bewertungen. Ja, trotzdem durchschnittlich. Wunderschön. Ich habe doch Grafik. Die sagen immer wunderschön, wenn ich so Mittelpunkt auf Grafik lege. Actionspiele funktionieren gut auf der M-Box. Unterhaltsam. Nice. Kikiti? Oder Kick-IT? 8 Stunden Entwicklung einer Konsole. Hä? In weniger als 8 Stunden haben die eine Konsole entwickelt? Wer sind die überhaupt? Ich kenne die nicht. Bin ich dumm, Leute? Oh ja. Smartphones und Tablet bietet exklusiv über einen Online-Store an. Ist das Stadia? Okay. Ich habe keine Ahnung. Demo-Version. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, Leute. Oh, wir haben beide Spiele gleichzeitig. Sowas hatte ich noch nie. Wieso wird der Bauarbeiter-Simulator denn nicht vom Markt genommen? Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber erstmal forschen. Erstmal wild rumforschen. Grundlegende Physik. Minispiele. Virtuelles Wirtschaftssystem. Wir können ja mehrere Sachen forschen. Spielbericht. Du machst auch mal einen Spielbericht, denn der ist nicht so aufwendig. So, nochmal bitte die Forschungspunkte ankommen. Damit wir noch eine Sache forschen können. Minispiele, virtuelles Wirtschaftssystem finde ich wichtig. Jetzt haben wir gar keine Punkte und Victoria macht als einzige gar nichts. Tut mir leid, Victoria. Wilder Westen und Action ist gut. Gut. Wieso nur gut? Was soll es denn sonst? Ist Abenteuer besser? Engine ist sehr wichtig. Okay.
Nicht am Kopf kratzen. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Grundlegende Physik ist fertig. Spiel 38 kommt aber irgendwie nicht so nice an. Bau und Simulation ist großartig. Story und Quest ist nicht so wichtig. Ja, wow. Das habe ich auch selbst gewusst. Nice. Eigene Engine. Ich glaube, wir brauchen das alles gar nicht, ne? Ist eigentlich nur unnötig teuer. Aber wie nennen wir das denn? Wir können das ja einfach... Nee. Das gerade Redemption Engine nennen. Rockstar Engine, Popstar Engine. Ich weiß, unkreativ. Ja, diese Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Ich frage mich nur, was dieses fortschrittlich stereokopische 3D ist. Ich nehme gerne hier alles. Grundlegende Physik. Viel Neues haben wir echt nicht. Ist mir egal. Wir investieren jetzt fast 1 Million in der Engine. Und Joanne ist halb tot. Mod Support, Speed Tutorials, Alter. Wir haben schon recht viel ausgewählt. Jungs, jetzt kommt doch mal runter. Oh Mann, ich habe echt gehofft, das geht noch in dieser Folge fertig, aber daraus wird irgendwie nichts. Macht zwar sekündlich was. Und in 2 Minuten wäre es rein theoretisch fertig. Zumindest 2 Minuten, in denen ich nicht pausiere. Und die Engine ist jetzt auch fertig. Die Popstar Engine ist fertig. Der Markt hat sich wieder normalisiert. Du kommst in den Urlaub. Du wirst trainiert. Und zwar in Programmieren. So Leute, das war's dann auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mal einen Daumen nach oben wissen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Und ich habe gerade einen Brief von der Rechtsabteilung bekommen. Ach du Kacke. Wir haben gerade einen Brief von der Firma namens All Your IP Belongs to US to Us oder US oder to Us. Ich nehme, sag's mal, du hast. Und sie schreiben, dass unsere Spiel-Engine Popstar ihre Patente verletzen würde. Großzügigerweise bieten sie uns eine Lizenz mit Patent von 3 Millionen an und bieten uns einen 50%igen Rabatt an, wenn wir zahlen und dies nicht vor Gericht anfechten. Wir könnten diesen Betrag zahlen und hoffen, dass sie uns nicht weiter belästigen, oder wir könnten es ablehnen, versuchen, die Sache vor Gericht zu klären. Alternativ könnten wir unsere Fans mobilisieren und sie öffentlich bekämpfen. Oh mein Gott. Okay, Fans mobilisieren ist eine 80%ige Chance. Okay, entweder ich bezahle, ich gehe vor Gericht mit 50% Erfolgschance, oder ich mobilisiere meine Fans. Ich mobilisiere meine Fans. Komm. Kommt da irgendwas? Ich bin neugierig. Bitte. Ich will nicht so viele Kosten haben. Macht einfach irgendwas. Wir haben unsere Fans aufgefordert, öffentlich gegen All Your IP Belongs to Us vorzugehen und haben gekämpft. Wir haben sie nicht nur gezwungen, ihre Ansprüche zurückzunehmen, wir haben auch 16.000 Fans und die Bewunderung der Öffentlichkeit gewonnen. Ich bezweifle, dass wir jemals wieder etwas von diesen Patentrollen hören werden. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute.